Ich habe mit ChatGPT ein vollständiges E-Book geschrieben. Hier siehst du es auch schon im Hintergrund. Wenn du wissen willst, wie genau ich das gemacht habe, welche Schritte ich durchgegangen bin, dann bleib dran, denn ich zeige dir genau das in diesem Video. Also erstmal hier das E-Book, KI-gestütztes Schreiben, überwinde Schreibblockaden, steigere deine Produktivität beim Verfassen von Sachbüchern. Ich habe sogar ChatGPT hier mit angegeben von OpenAI, jetzt mal als Erzähler. Den Spaß habe ich mir erlaubt, habe aber hier ganz klar und offen gesagt, dieses E-Book wurde vollständig von ChatGPT geschrieben und habe überhaupt nicht das irgendwie hinterm Berg gehalten, war gar kein Problem für Amazon und sogar die Titelfindung und alles habe ich mit ChatGPT gemacht. Also starten wir mal rein. Ich habe gefragt am Anfang, gib mir eine Liste an 10 Problemen, die Menschen beim Schreiben von Sachbüchern haben. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte irgendwas übers Schreiben machen, das war mir schon so ein bisschen klar. Aber ChatGPT gibt oft die besten Antworten, wenn man es nach Problemen fragt. Also auch für Social-Media-Beiträge oder Blogartikel. Wenn man von Problemen, von den Bedürfnissen der Kunden, Nutzer, wie auch immer ausgeht, kommen die besten Antworten. Und hier habe ich dann irgendwie so eine Liste gehabt und habe dann mich für die Probleme 3 und 4 entschieden. Mangelnde Motivation und Schreibblockaden. Und habe mir dann für dieses Problem 3, 4... 10 Titel für ein E-Book entsprechend geben lassen und wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann. Dann habe ich 10 Titel bekommen von ChatGPT und habe mir dann dort den Titel Nummer 3 rausgesucht mit der Erwähnung von Schreibblockaden und Produktivitätsgewinn. Das stand woanders hier bei den Titeln, das hat mir ganz gut gefallen. Und schon kam mein Titel raus, KI-gestütztes Schreiben, überwinde Schreibblockaden, steigere deine Produktivität beim Verfassen von Sachbüchern. Perfekt. Dann geht es weiter nach dem sogenannten Mehrstufenmodell, was ich irgendwie, glaube ich, erfunden habe. Zumindest nenne ich es so, keine Ahnung, nenn du es anders. Also ich gehe halt von der ganz höchsten Level irgendwie immer weiter runter. Also erst den Titel, dann die Gliederung, dann die einzelnen Kapitel und so weiter. Und genau, dann habe ich diese Gliederung bekommen mit einzelnen Kapiteln, Kapitelüberschriften, um genau zu sein. Und um jetzt die Kapitel auch tatsächlich zu bekommen, habe ich dann angefangen zu sagen, schreibe mir das Kapitel 1a mit einer Länge von 500 Wörtern. Ich habe dann immer gesagt, ich hätte gerne so und so viele Wörter, wollte das dann vorab immer definieren. Und dann habe ich den Text genommen und entsprechend bei mir hier ins Manuskript reingefügt. Also das ist die Überschrift, Unterüberschrift, die ich bekommen habe. Das ist im Grunde die Gliederung. Das Ganze habe ich jetzt auch Inhaltsverzeichnis genannt. Dann habe ich ein Vorwort. Dies ist der einzige Teil dieses Buches, welcher nicht von ChatGPT erstellt wurde. Daher sei bitte nicht so kritisch mit dem Inhalt des Buches. Also bitte kaufe dieses Buch nicht. Also wirklich nicht, bitte nicht. Bin da nicht sonderlich stolz drauf. Ich schreibe gerade noch ein anderes Buch mit künstlicher Intelligenz. Das kannst du bitte kaufen. Das wird aber auch nicht im Eigenverlag veröffentlicht werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Da habe ich noch ein bisschen Call to Action gemacht. Also ich habe zum Beispiel einen Prompt Guide für ChatGPT veröffentlicht oder einmal die Woche, wenn dich solche Sachen hier interessieren, dann kannst du dich zum Crashkurs anmelden. Crashkurs.ai ist auch nochmal der Link eingeblendet. Also das, was ich so im Hauptberuf quasi mache, wenn ich nicht gerade YouTube-Videos für E-Books, für die E-Book-Erstellung mit ChatGPT drehe. Ja, und dann Einführung, Überblick über das Buchthema und das ist schon entsprechend der Teil, den mir die KI geschrieben hat, ja. Und dann zweites Kapitel, warum künstliche Intelligenz? Und dann bin ich immer der Gliederung lang gegangen. Das war dann, warum künstliche Intelligenz beim Schreiben von Sachbüchern hilfreich sein kann. Und dann schreibe mir dieses Kapitel. Genau. Zwischendurch, Vollständigkeit halber, wenn mir nicht ChatGPT den kompletten Text ausgibt, sondern hier abbricht, dann einfach mit weiter. Dann kann man die Texte zusammen kopieren und das funktioniert wunderbar. Genau, dann das zweite Kapitel, also 1b, wenn man so, habe ich auch mal 500 Wörter Länge gegeben und dann hat es mir das entsprechend geschrieben. Ja, und dann ging es immer weiter, immer weiter. Ich glaube, ich habe parallel Fußball geguckt, als das geschrieben hat im Hintergrund oder so, weil mir so ein bisschen langweilig wurde. Ich glaube, so nach 1-2 Stunden war ich dann noch durch. Und dann habe ich mir noch so Bibliografie und Referenzen geben lassen, die in Teilen nicht gestimmt haben. Also ChatGPT kriegt so die Links nicht wirklich hin. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Und dann habe ich noch hier, weil ich nicht mit allen Texten hundertprozentig zufrieden war, ich habe gemerkt, dass die sehr ähnlich sind. Also hier zum Beispiel ist oft dieses, ist es wichtig zu beachten. Und dann der letzte Artikel insgesamt, kann die Bibliografie und so weiter. Und wenn man hier vorne mal guckt, genau. Es ist jedoch wichtig zu beachten. Und dann zusammenfassend kann die und so weiter. Oder hier, hier war das, glaube ich, kommt sehr häufig. Hier zum Beispiel, wir haben auch gesehen, dass, und zusammenfassend kann man sagen, und diese Dinge habe ich dann nochmal umformulieren lassen. Und das habe ich so gemacht, dass ich ChatGPT gesagt habe, schreibe folgenden Text spannender, kreativer, mit mehr Gefühlen, bilderreicher Sprache, interessanter, nenne konkrete Beispiele, Geschichten, hilfreiche Websites. Und dann bin ich die Texte nochmal durchgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, vorher war es ein bisschen zu langweilig, muss man sagen. Und ja, dann wurden mir die Texte entsprechend spannender geschrieben. Dann habe ich gesagt, gib mir zu diesem E-Book eine Beschreibung für Amazon KDP und inkludiere bitte, dass das E-Book vollständig von ChatGPT geschrieben wurde. Und das war der Text, den wir eben uns schon angeschaut haben. Und dann habe ich mir noch 7 Keywords zu dem E-Book geben lassen. Und das war soweit von der textlichen Seite. Du hast ja eben gesehen, dass das Ganze hier auch ein Coverbild hat. Auch da habe ich nachgeholfen mit künstlicher Intelligenz, in dem Fall mit Midjourney. Hier, das ist der Befehl, den ich dafür das Bild angegeben habe. Writing with Artificial Intelligence. Und um ganz genau zu sein, muss ich mal den noch angeben. Ich habe nämlich tatsächlich der vollständige Command, den jetzt mal hier reinkopiere, ist mit --AR9.16. Weil ansonsten wäre ein quadratisches Bild rausgekommen. Das wird hier jetzt gerade nicht angezeigt. Also ich habe noch ihm gesagt, dass ich ein Hochkantbild haben will. Ansonsten ist es der vollständige Prompt, den ich bei Midjourney eingegeben habe. Writing with Artificial Intelligence. Und dann habe ich das Ganze noch bei Canva mit dem Text hier versehen, der hier drauf war, mein Namen und ChatGPT präsentiert. Genau. Ja, wenn du mehr erfahren willst zu solchen Tools, ChatGPT, Midjourney, zeigen wir da alles Mögliche. Und vieles, mindestens ein Dutzend weitere Tools. Ich glaube, auf der Landingpage steht irgendwie 11 Tools, aber es sind eigentlich immer mehr, muss ich sagen. Dann melde dich zum Crashkurs an, crashkurs.ai. Den geben wir vom AI Training Institute, das ich gegründet habe. Und da zeigen wir jede Menge coole Anwendungsfälle, wie zum Beispiel C-E-Book per ChatGPT schreiben lassen. Gehen auf Dinge ein wie Social Media, auf Blogartikel schreiben, Musik, auch Podcasts, ganz viele verschiedene Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz. Wenn dich das interessiert, schau mal vorbei. Ist immer sehr lebhaft und quirlig und interaktiv. Macht wirklich Spaß und ist auch wirklich live mit mir. Und da freue ich mich, dich zu begrüßen.